Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem YouTube-Kanal. Und ja Leute, gestern kam ein neues Event, Trophy Titans. Krasse Karten, nur Icons und nur Heroes. Und ich habe mir direkt eine der krassesten Karten geschnappt. Und zwar Yaya Touré, Hero Titan oder so. Und wir haben heute wieder einen Gast am Start, und zwar Furkan. Ja Leute, was geht ab? Also ich habe ein bisschen... Ja, und das reicht auch schon wieder, danke. Spaß. Ich habe wirklich Angst. Ihr wisst, was in der letzten Aufnahme passiert ist. Ich würde sagen, Yaya Touré, vielleicht muss ihn jemand abstoßen, wer weiß. Wäre irgendwie lustig. Wenn euch das Video gefällt, Daumen hoch, würde mich sehr, sehr freuen, Video supporten, direkt schon, lasst jetzt schon mal geliked da, genau jetzt. Und kurze Info, Yaya Touré ist bei mir Leihkarte, falls er später dann discardet werden sollte, kaufe ich ihn auf dem Transfermarkt und discarde ihn wie ein Mann. Und dann würde ich sagen, ich halte zuerst rein einfach. Ja, mach das mal. Also, mein rechter Mittelfeldspieler, also auf die kannst du gar nicht gekommen sein, bin ich ganz, ganz ehrlich, ist Lamela Euroleague-Karte. Und der rechte Stürmer, meine Freunde, ist der gute, wo haben wir ihn, Weghorst. Ja, okay, ganz schön random. Also der erste, zweite snipen ist halt auch schwer. Ich habe Mbappé und Salah aufgeschrieben. Sehr gut, dann halt ich mal rein und ich hoffe, ich... Wen snipest du denn? Ich snipe deine beiden ZMs. Links, linker ZM ist bei mir Philips. Mein anderer Freund ist Pogba. Oh, wen, wer und wer? Philips und Pogba. Ich habe Kessier und De Jong aufgeschrieben. Also es ist schwer, vor allem wenn ja. Heroes und Icons sind, die ersten zwei Spieler zu treffen. Daher glaube ich, dass die nächsten besser werden. Ey, ich habe so gut gebaut, du wirst niemanden snipen, sage ich. So, Freunde, also ich sage, Ebro hat scheiße gebaut. 100%? 100%. Ich bin gespannt. Du meinst schlecht gebaut, nicht... Ja, willst du jetzt deine Werbefreundlichkeit steigern, indem du das jetzt nochmal sagst? Ja. Okay. Ja, du kannst das piepen dann, Mike. Nö. Wie dem auch sei, ich habe linker Flügel Bamba. Aha, okay. Im Sturm Aubameyang. Aha, okay. Und rechts Garrincha. Jo, also ich dachte, du nimmst deinen Lieblingsspieler Foden, Vlahovic und Theo. Das heißt, du kannst alle behalten. Also wer auch immer für dich gebaut hat, du brauchst auch gar nicht jetzt kommen mit, ich habe selber gebaut und so, ne? Ich habe wirklich selbst gebaut. Ja. Vielleicht bist du auch ein Genie, deswegen ein unentdecktes Genie, kann ja auch sein, aber ich habe keine Ahnung, wie du gerade auf Aubameyang und so kommst. Danke, dass ich ein Genie bin. Ich habe gesagt, es kann sein, es ist womöglich, dass du ein Genie bist, ja? Ja, das wissen wir doch alle. Okay, machen wir weiter, mein linker Stürmer, ne? Ich will jetzt sehen, dass du ein Genie bist. Fernando Morientes. Okay. Und Ebro, ich will nur mal ganz kurz erinnern, ne? Ein Genie rennt nicht einfach eine Treppe in Fortnite 50 Meter hoch, um dann runterzufallen. Also würde ich mal gesagt haben. Egal, mal weiter. Linker ZM ist Rabiot. Richtig gut. Rabiot, Freunde. Und linkes Mittelfeld. Den hab ich. Den hab ich. Mittelfeld ist Di Maria. Nein, okay, schade. Ich dachte, du nimmst. Ich dachte, du nimmst Jungberg. Diese neue Hero. Und Fred und Firmino. Ja, ich kann alle behalten. Wichtig. Ich darf doch diesen Dings. Ich darf doch jetzt gar kein Hero mehr spielen. Also man darf immer nur ein Hero und ein Icon. Ja, aber jetzt mal nur so, darf man denn auch gar keine andere Hero nehmen? So, Freunde, jetzt kommt mein Moment. Auf einer Skala 1 bis 10. Wie dumm bist du eigentlich, Ebro? Ich hab das vergessen. Warte mal. Du darfst eine Hero noch spielen, außer Touré. Ich darf doch diesen Dings, ich darf doch jetzt gar kein Hero mehr spielen. I say, hold up, wait a minute, something ain't right. So, dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, es geht weiter mit dem Linksverteidiger. Ich habe dort Theo und rechts spiele ich Kalulu. Ich habe Cancelo aufgeschrieben und Walker. Wie dumm bist du, dass du ihn... Dass du Cancelo aufschreibst? Warum? Ich hab doch gesagt, ich nehme Cancelo. Ja, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. So Mindgames. Ja, man weiß. Okay, 1 bis 10 die Skala. 1 bis 10 die Skala, wie blöd der ist, könnt ihr selbst in die Kommentare schreiben. Okay, wir machen weiter. Malasia Future Star ist mein Linksverteidiger. Mein Rechtsverteidiger ist der gute Trent. Mist, okay, ich habe Singo und Firpo aufgeschrieben. Ey, willst du hier eigentlich Fullteam gegen Fullteam spielen? Ist das dein Ernst? Du hast aber diesmal auch gut gebaut. So, Real Talk, Freunde, ich glaube, ich habe alle drei. Also ich weiß nicht, was sie davor hatte, aber das ist übertrieben obvious. Ja, bestimmt, hast du niemals. Also einmal habe ich... Wobei, du hast recht. Ich habe einmal Ledley King, den hast du safe.
Dann Koulibaly und im Tor der gute alte, der Klassiker Faro. Das kann nicht sein, ne? Das kann nicht sein. Ich dachte mir, als ob sie schon wieder Faro nimmt. Ich habe Fofana, Lafont und King. Das heißt, du kannst King einmal raus im Bronzetorrad reinstellen. Und da werden sich meine beiden Lengti-Stürmer sehr freuen über diese Entscheidung. Und ich kann ja mal, du kannst ja mal reinhalten. Ich mach mal weiter. Und ich zeig dir mal, wie man das jetzt macht in den letzten drei. Also ich hab wirklich keinen, sage ich. Meinst du? Ja, kannst du auch, glaube ich, gar nicht. Außer du hast mein Video gerade gesehen. Und zwar habe ich Ferdinand ja gezogen. Den habe ich natürlich direkt mal mit reingepackt. Hätte ich wissen müssen. Daneben hatte ich Danilo in Form. Und im Tor den guten alten Chesney Centurion. Mist, ich habe keinen. Ich habe einfach Fullteam, das war's mit deinem Touré, ne? Ich habe Cordoba, De Gea und irgendeinen anderen Typ voran, glaube ich, aufgeschrieben. Heute Leben und Tod von Ebru Önal. Heute auf diesem Kanal, dieses Video. Nein. Geil. So, zeig. Auch noch dieser Wehkost, er ist so gut. Oh mein Gott. Geh doch rein. Hahaha, Ebro, das war's mit dir. Ich hab so ein gutes Gefühl. Abseits. Ja, Morientes. Echt? Das war abseits. Gar nix, Morientes. Weghorst, geil! Hä? Ey, was machst du schon wieder? Was? Ich hatte den gehalten, Mann! Oh mein Gott, Elva? Ja! Hey. Boah, das waren so Mindgames, weil Fuki weiß, dass ich immer nach links schieße. Und ich wollte eigentlich auch erst in die Mitte schießen. Oh mein Gott. So ist das, Schiris bevor... Guck mal, nur weil eine Frau Schiedsrichter ist! Nur weil es eine Frau war, die hat schon einfach bevorzugt. Ey, wie unfair. Aber ihr Weg kostet das egal. Der Torwart kommt nicht mal springen. Der Ball war schon im Tor. Durch die Beine. Haha, Weg kostet, geil. Und da kommt ich mag ihn nicht. Wie alt. Ebru spielt gar nicht mehr mit, sie ist komplett bei Yaya Touré das Kart im Kopf. Willst du mich? Oh Mann. Bleib ruhig, ist doch okay. Du kannst das auch alles in einem ruhigen Ton sagen. Nein, mein Bronzetorwart. Wenn ich jetzt Tor kassiere. Da. Aus 5 Discards wurden 3. Mit dieser einen Aktion. Ey, letzten Angriffe sind immer Tor, ne? Man weiß das einfach. Ich spüre es einfach schon wieder, ne? Ja. Ey, ich schwöre, es stand 7-2 oder so, ne? Ja, nur noch 2 Discards. Es scheint 7-2 oder so. Wie kann man so viel Glück haben? Junge, warum sind hier so viele Tore gefallen? So, Freunde, Ebro hat umgestellt. Du hattest 4-3-3-Formation, ne? Jo. Und ich habe 3 Discards. 2? Oh, stimmt. Ich habe nur 2 Discards. Ey, ich hätte so viel mehr werden können, ne? Boah, wenn es 3 Discards gewesen wären, ich wollte so eine Reihe nehmen. So Dreierreihe ZM oder Dreierreihe vorne. Aber bei 2 Discards nehme ich wahrscheinlich dann entweder das Innenverteidiger-Duo oder das Außenverteidiger-Duo. Würde ich mal sagen. Boah, ich habe gerade. Ich glaube, es waren doch 3 Discards. Oh oh, das war's. Ebru ist. Warte, ich frag mal so, okay? Nein, Spaß, also es waren 2 Discards. Ja, es waren ja 2 Discards. Aber sind jetzt von den Sachen, die ich genannt habe, ist da irgendwas gefährlich?
Für dich? Nee. Okay. Also ich habe vorhin mit Seko auch aufgenommen. Und ich habe da auch von der Abwehr was genommen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Deswegen nehme ich mal die anderen beiden. Also nehme ich nicht die beiden IVs, sondern wir nehmen die beiden Außenverteidiger. Oh. Das war's. Ich habe sie... Freunde, ich glaube, es gibt einen Kontraktabbruch danach. Habe ich Doreen getroffen? Nein, ich bin gerade vor Freude. Ja, aber Ilinka, IV. Ey, ne, ich schwöre, sie hat ein Discard. Sie discardet mir Kreuz. Sie discardet mir Kreuz. Dann bin ich wieder so nah dran. Kalulu und Hernandez. Boah, ich bin mit einem blauen Auge nochmal davon. Wenn euch das SWB gefallen hat, könnt ihr gerne wieder einen Daumen hoch und Like drücken. Wir peilen mal wieder die 1000 Likes an. Und da ihr bei dem anderen Video die 1000 Likes geknackt habt, machen wir demnächst ein 30. Wollen wir mit 30 anfangen? Nein, ich bin raus, 100%. Ich mach das nicht, Hallo, du bist viel besser als ich. Ja, aber wenn ich gewinne, bringt es nichts. Es bringt nur was, wenn du gewinnst, dann gibt's Discards. 1000 Likes wieder, dann gibt's ein 30 Mio. SBB hat ja Furkan auch gerade zugestimmt. Ey, wenn noch einmal jemand sagt, Frauen haben keine Rechte, ne? Ich werd hier einfach unterdrückt.